Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute geht es um die Funktion Split, mit dem ihr Strings in mehrere Teile teilen könnt, und zwar anhand eines Zeichens. Und da habe ich hier eine kleine Form vorbereitet. Also hier gebt ihr dann den Text ein, der geteilt werden soll, den String, hier ein Zeichen, und drückt ihr auf Teilen und danach soll hier in der Textbox der geteilte Text ausgegeben werden. Und dann schreiben wir einmal den Code. Also, als erstes Textbox 3.text gleich, und das ist dann Textbox 1.text Punkt Split. Und dann schreibt ihr in Klammern als erstes das Zeichen, bei dem es geschnitten werden soll, geteilt werden. Also, das ist dann Textbox 2.text. Und dann macht ihr Klammer zu, wieder Klammer auf. Und dann schreibt ihr hin, der wievielte Teil genommen werden soll. Also 0 wäre der erste Teil und 1 der zweite. Ich nehme jetzt einfach mal 1, also den zweiten Teil. Und das ist es dann auch schon. Speichern und dann ausprobieren. Text, hallo, Schrägstrich, tschüss. Teilen beim Schrägstrich. Und das Ergebnis ist der zweite Teil, also tschüss. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.